Tag 4, Fetesführer Netzach. Also das, was wir mit der Figur des Moshe, des Mose schon verknüpft haben. Also diese Rolle des aus dem bisherig Vorhandenen herausgezogen zu werden, wie von Gott Israel herausgezogen wird aus der Knechtschaft Ägyptens, also aus dem bis hierhin ihnen auferlegten Schicksals. Da ist Moshe die vermittelnde Kraft, der Bote sozusagen, der Befreier, ein Sinnbild eben auf den Erlöser, überhaupt ein Typus des Erlösers. Und ja, der vierte Tag, was zeigt sich da in der Geschichte? Es beginnt wieder mit einem Gotteswort, Vayomer Elohim, und dann wird erzählt von den Me'orot. Den Me'orot, von der Wurzel Or abgeleitet, also von dem Licht, was schon am ersten Schöpfungstag als quasi die erste Wortschöpfung Gottes überhaupt in Erscheinung tritt. Dieses Or taucht nun als Me'orot, als die Leuchter oder Lichter auf, also eine abgeleitete Form von dieser Wurzel. Und zwar taucht dieses Wort oder diese Wurzel, sagen wir, sehr häufig auf. Also ich habe jetzt die genaue Zahl nicht parat, ich schätze so, könnten 8 Mal sein, wenn man auch mitzählt, wenn es als das Leuchten auftaucht, also Ha'il und eben mal als Or wirklich erwähnt, mal als Me'orot, die Lichter, und oder Me'ora, das Licht. Also dieses, dass die Wurzel Aleph Resh jedenfalls, wovon dann auch das Or Aleph Waf Resh abgeleitet ist, ist mit Abstand das prägende Moment oder mit Abstand das häufigst genannte, der häufigst genannte Begriff in diesem vierten Schöpfungstag und damit also das eigentlich prägende Element. Aber es ist eben nicht mehr das Licht vom ersten Tag, zumindest nicht direkt, sondern nur noch indirekt. Es ist nun ein Licht, was geteilt ist in viele Lichtquellen. Also ein zersplittertes Licht, wie es dann auch gesehen wird. Sodass also das, was am ersten Schöpfungstag, in dieser ersten Sphira Chesed, als noch eine große Quelle, eine Einheit erscheint, nun eine Stufe darunter, wenn wir dieses Schema bemühen, wo 1, 2, 3 und dann wiederum 4, 5, 6, die zweite Dreiheit direkt unter der ersten Dreiheit liegt. Da liegt also diese vierte Sphira unter der ersten Sphira, Netzach unter Chesed, und das zersplitterte Licht ist die eine Ebene tiefer zum oberen, zum Urlicht, zum eigentlich einheitlichen Licht, zur Quelle allen Lichts. Dieses zersplitterte Licht, also ist das, was diesen vierten Tag prägt. Und dieser vierte Tag ist eben nun auch der Durchbruch, wieder ein Durchbruch, wie der erste Schöpfungstag erstmal ein Durchbruch aus dem Chaos zur Ordnung, aus der Finsternis zum Licht ist. So ist nun dieser vierte Schöpfungstag ein Durchbruch, aber nicht aus dem Nichts, sondern aus dem bisher Vorhandenen. Und dieses bisher Vorhandene kann man dann zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die 6 oder 7 Schichten des Menschenwesens bezieht, da waren die ersten 3 Tage oder die ersten 3 Schichten die innere Konstitution, nicht inner in diesem körperlichen Sinne gemeint, sondern das aufs Individuum selbst bezogene, nach innen introvertierte, könnte man vielleicht sagen. Das waren diese ersten 3 tieferen Schichten. Und in der 4. Schicht brechen wir nun langsam durch zu dem, was sich auch nach außen zeigt. Also zum Beispiel in der Konfrontation mit der Umwelt, wenn wir es auf das Einzelindividuum beziehen und als Schöpfung betrachtet, erscheint da erst das, was man auch die erscheinende Gestalt, man könnte sagen, das physische Universum eben mit den Himmelslichtern, ist eigentlich erst von diesem vierten Tag an
ableitbar, sagen wir mal. Wir wollen jetzt gar nicht sagen, es entsteht an diesem vierten Tag, denn das ist ja wiederum auch nicht richtig. Denn am siebten Tag ist erst alles, was sich als physische Welt um uns ausgebreitet zeigt. Aber an diesem vierten Tag ist sozusagen das Urbild dieser physischen Seite des Universums gegeben, diese eben insbesondere Sternen, Ordnung, die Ordnung der Lichter, die letztlich ja dann auch, wie es in so etwas wie eine Astrologie betrachtet wird, die Bewegungen der Sterne sind es, die steuern, was sich dann hier als Leben auf Erden zeigt. Das ist dann aber dann das, was am fünften Tag erscheint, dieses Leben auf der Erde, zumindest die erste sich bewegende Form, nachdem am dritten Tag eben schon als der Pflanzenwuchs, das Grüne der Natur, die absolute Grundlage sozusagen in der Erscheinung gelegt wird, ist dann am fünften Tag das, was erst erscheinen kann, nachdem dazwischen am vierten Tag, an diesem vierten Tag, die Himmelslichter erscheinen, die ordnenden Prinzipien, die erst einmal die Grundkonstitution sozusagen vorgeben. Wie es dann aber heißt, Israel, und wir wissen, Israel meint vor allem das geistig-seelische in jedem Menschen, das Israel steht über den Sternen. Das ist also nicht unterworfen diesen Schicksalsvorgaben. Das ist nur der Körper, die Goyim, die Völker, die aber eben auch dann, wie in dem Wort Gviah zu erkennen, der Leichnam oder einfach der Körper, von dieser Wurzel Gimel, Waf, Jod abgeleitet, das Körperliche repräsentieren. Also die Völker und die Körper, an anderer Stelle schon ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, sind äquivalent zueinander zu verstehen. Und Israel, das nun also ausgesondert ist aus diesen Völkern für das Heilige, für Gott, für den Dienst an Gott in einem besonderen Sinne, dieses Israel steht über den Vorgaben, die uns von diesem vierten Tag her, von diesen Meorot, von diesen Himmelslichtern auferlegt sind, zunächst einmal als diese körperliche Existenz, als die Goyim, die wir alle sind. In diesem Sinne ist auch jeder Jude in seiner körperlichen Seite des Lebens ein Goy, ganz eindeutig. Und jeder Nichtjude ist auch ein Israelit in seiner geistig-seelischen Essenz sozusagen. Diese Meorot also haben schon auch einen nicht einfach nur naiv verklärt, schön leuchtenden, nett anzuschauenden Sinne, also nicht nur einen Charakter des hellen, erleuchtenden und positiven, sondern auch diesen Charakter des Bestimmenden, also auch das Wort beherrschen, die Wurzel Mem, Shin, Lamed taucht, glaube ich, dreimal auf in diesen wenigen Versen zum vierten Schöpfungstag, also Maschall oder Moschel, dieses, was dann auch, das würde jetzt vielleicht wieder ein bisschen zum Abschweifen führen, aber warum nicht? Maschall ist auch ein Begriff für in Gleichnissen reden. Also die Mishlei ist das Buch, was dann uns als die Sprüche oder die Sprichwörter hier bekannt ist im deutschen Sprachraum. Und diese Sprichwörter sind also dem Hebräischen nach eigentlich Mishlei, Gleichnisse. Und eben von der Wurzel, von der auch das Wort Maschall im Sinne von herrschen, beherrschen abgeleitet ist. Denn, und da drückt sich eben ein tiefes Mysterium sozusagen aus, Gleichnisse beherrschen diese Welt oder in Gleichnissen herrscht das Ewige in dieser Welt. Eigentlich ist eben diese ganze Welt, wie sie erscheint, als vergänglich, zeitliches Gebilde, sagen wir mal, ein einziges großes Gleichnis, das eben beherrscht wird von dem, was das Ewige wirklich ist. Also diese Welt des Unwirklichen um uns herum, dieses Flüchtige, wird in der Art, wie es sich uns zeigt, dadurch beherrscht, wie das Wirkliche, das Wahre, das Ewige tatsächlich ist. In dem Sinne ist also auch diese Welt der Lüge, diese Olam Hazeh, diese Olam HaSheker, durchaus nicht wertlos oder so, wie man es ja vielleicht manchmal voreilig sehen könnte, sehen wollte, wenn sie als Gegensatz zur Welt der Wahrheit, zur Olam HaEmes gesehen wird, sondern sie drückt eben wie ein Spiegelbild, quasi wo alles verdreht ist, aber durchaus nach eben Gesetzmäßigkeiten verdreht, doch wieder das Ewige aus.
Und das sind eben dann die Gleichnisse, auch dann ganz im sprachlichen Sinne, mit der man auf dieses Verhältnis hingewiesen werden kann, wie diese Welt der Lüge trotz allem, trotz ihrem lügenhaften Charakter, die Welt der Wahrheit uns zeigt, uns näher bringt, auf diese sehr sanfte Art letzten Endes. Denn wir können uns dem sehr einfach verweigern und eben nur die Lüge in dieser Welt der Lüge sehen und diese Lüge für die Wahrheit halten. Aber so wie dann auch Christus, Jesus, es im Neuen Testament in den Berichten über sein Wirken vorzieht, wenn er spricht in Gleichnissen. Denn es sind die Gleichnisse, die zumindest als Vehikel dienen können, dem Einzelnen einen Blick in diese Welt der Wahrheit zu ermöglichen. Und in diesem Sinne können natürlich auch die zersplitterten Lichter, also das zersplitterte Urlicht, was nun sich als diese Himmelslichter, Himmelsleuchten uns zeigt, auch die können also als Gleichnis für dieses Urlicht gesehen werden. Aber schon dadurch, dass sie eben mehrere sind, eine Vielheit darstellen, zeigt sich eben, dass wir nicht einfach eins zu eins es übersetzen können. Also auch wenn die Sonne das größte Licht ist unter den Himmelslichtern, können wir nicht einfach sagen, die Sonne ist gleich das Urlicht. Denn das Urlicht hat eben keine kleineren Lichter neben sich zur Konkurrenz, sondern es ist die Quelle, aus der alle Vielheit auch sich schöpft sozusagen. Ein oft bemühtes Bild in verschiedenen Traditionen vermute ich, aber das erste Mal deutlich gelesen habe ich es im Buch Tanja, also von dem sogenannten alten Rebbe, der Chabad Chassidut, also der Rebbe Schneur Salman oder Schneur Salman von Lahadi, der dieses Buch, eigentlich heißt es Likutei Amarim, oder zumindest der erste Teil dieses Buches, aber Tanja wird es meist genannt. In diesem Buch taucht an mehreren Stellen, wenn ich mich recht erinnere, das Bild auf von der Sonne mit ihren Strahlen, die hier auf Erden eben sich quasi zergliedern in die Vielheit, die hier auch in die verschiedenen Farben des Spektrums sich auffächern und dadurch auch eben die Farben des Regenbogens überhaupt erst ermöglichen, aber auch die Bewegung sich zeigt an dem Wechselspiel dieser Farben, die Formen überhaupt werden erst sichtbar dadurch, dass unterschiedliche Nuancen des Lichtes, der Helligkeit und eben auch der verschiedenen Farben des Spektrums sich uns zeigen. Aber all das, was sich uns hier auf Erden von diesem Sonnenlicht zeigt, an den Objekten, die davon beschienen sind sozusagen, all das würde wohl keiner abstreiten. Es lässt sich immer ein und dasselbe Licht, nämlich das Licht, was auch genauso im Leib, im Körper der Sonne, als der Quelle all dieser Sonnenstrahlen vorhanden ist. So ist also, es wird vor allem dann auch, dieses Bild wird vor allem dafür herangezogen, um dieses Kadosh Baruchu, dieses der Heilige, gelobt sei er, zu verdeutlichen. Jetzt erinnere ich mich, dass wir schon mal dieses ganze Thema angesprochen hatten, in dem Bezug auf genau diesen Gottesnamen, Kadosh Baruchu. Also der Heilige, gelobt sei er, der Heilige im Sinne der Abgesonderte, der Allumfassende, aber auch gelobt sei er, Barach, dieses Zwei auf allen Ebenen, Betresh, Kaf, Chaf, das also hier in der Welt der Zweiheit vorhandene, hier sich realisierende, das ist dann nicht mehr der Allumfassende oder nicht nur der Allumfassende Gott, sondern der alles durchdringende Gott. Aber Kadosh Baruch Hu, der Heilige, gelobt sei er, ist eben diese Vereinigung dieser beiden Extreme, könnte man sagen. Und so ist es eben auch dieses Verhältnis von Urlicht, was dann in diesem Bild der Sonnenleib ist, und den zersplitterten vielen Himmelslichtern, die dann die verschiedenen Sonnenstrahlen oder besser gesagt die verschiedenen Effekte, das, was sich uns zeigt, vermittels dieser Sonnenstrahlen ist. Und in diesem Sinne sind also auch die Himmelslichter, vor allem jetzt in diesem mythischen Sinne, an diesem vierten Tag verstanden, also nicht das, was wir physisch am siebten Tag, an dem wir hier uns befinden, am Himmel sehen, sondern das, was im mythischen Hintergrund dadurch erzählt wird, durch die tatsächlich am Himmel sichtbaren Lichter für uns, unsere physischen Augen. Da kriegen wir ja sozusagen einen Hinweis auf diese
eben diese Sonne und Mond und Sterne der Bibel, die eben etwas Mythisches sind, von denen dann eben auch in der Bibel gesagt werden kann oder in der Überlieferung. Und der Mond sprach zu Gott, ja, aber was ist es? Zum Beispiel, das ist einer dieser Midrashim zu diesem vierten Schöpfungstag, als eben die zwei Lichter geschaffen werden, die erst einmal beide große Lichter sind. Und dann spricht der Mond zu Gott, ja, aber was ist es? Jetzt sind wir ja beide gleich, wir müssen uns doch unterscheiden, damit man uns als zwei unterschiedliche Wesenheiten überhaupt erkennen kann. Und dann spricht Gott, gut, dann machen wir dich, Mond, zu dem kleineren Licht, dann kann man es unterscheiden. Und so ist eben diese unterschiedliche Charakterisierung von Sonne und Mond, von diesen beiden Prinzipien. Und wir haben ja schon zugeordnet, auch die sieben Planeten zu den sieben Sphirot. Da ist dann Sonne, die Chesed, und Mond, die Gvura. Also großes und kleines Licht. Die Sonne, das haben wir also auch schon ein bisschen angeführt, die Sonne als Symbol für die Taghälfte, für das Ewige also auch. Und der Mond für die Nachthälfte, da wo sich alles bewegt, im Werden sich befindet, wo also die verschiedenen Phasen des Mondzyklus einen Wechsel zeigen und überhaupt der Mond den üblichen Auffassungen nach sozusagen eine Art reflektiertes Licht, das Licht der Sonne eben ist und von sich selbst nichts geben kann, sondern nur die Quelle, die Sonne als die Quelle gibt eben dieses Licht. Nichtsdestotrotz, die Sonne selbst kann in der Nacht nicht erscheinen, sonst wäre die Nacht nicht die Nacht. Und deswegen ist auch hier wieder dieses Verhältnis von erster und zweiter Sphira, von rechter und linker Säule, von diesen beiden Säulen, dass eben die Kraft, die sich in diesen rechtzeitigen Sphirot ausdrückt, auf der linken Seite als solche nicht die Funktion erfüllen kann, die dort aber erforderlich ist. Und deswegen ist dann dort diese passive Seite, die linke Seite, die zwar vermöge dieser rechtzeitigen Impulse ihre Aufgabe erfüllt, aber eben selbst dazu etwas beiträgt, indem eben zum Beispiel im Falle des Mondes das Sonnenlicht reflektiert wird und dadurch einen ganz anderen Charakter annimmt. Das Sonnenlicht ist warm, wärmend und natürlich auch viel heller leuchtend. Das Mondlicht dagegen ist kühl, ist matt, könnte man sagen, ein wenig, also ein wenig kühler eben und viel schwächer, was die Intensität der Strahlkraft angeht. Und so ist es dann eben auch bei, man könnte sagen, der Gnade, die sich ausdrückt, immer noch in der Gvura, das ist ja immer noch aus der Chesed sich speisend, aber eben abgeschwächt, damit es hier fassbar wird für uns, in dieser Nachtwelt, in der wir leben. Und eben das, was sich sonst verzehren würde, als das Urfeuer in diesem ersten Schöpfungstag, das wird dann durch die wässrige Qualität dieser zweiten Sphira mit der Dauerhaftigkeit, mit der Dauer ausgestattet, dass wir es sozusagen Stück für Stück verteilt auf diese lange Reise aufnehmen können, wahrnehmen können, genießen können letztlich. Und mit der vierten Sphira, von der wir hier jetzt ja eigentlich reden, mit diesem vierten Schöpfungstag, an diesem vierten Tag haben wir also ein ähnliches Prinzip wie das vom ersten Schöpfungstag wieder, nur eben nun wieder auf einer niedrigeren Stufe, auf dieser noch verdichteteren Stufe der Existenz. Und da ist dann eben dieses nun auch sehr viel handfestere Licht, was eben eingreift, Maschall, also das herrschende Eingreifen dieses Lichtes von den verschiedenen Himmelslichtern aus auf die Erde strahlend. Da ist dann wieder die Formulierung Lehair Al-Ha'aretz, also wieder dieses All auf, aber man könnte es auch als All lesen, also wieder als ein Joch. Alles, was auf etwas ist, über etwas ist, kann auch gelesen werden als Joch für dasjenige, also etwas Auferlegtes, was einem obliegt. Ja, zum Beispiel das üblicherweise Abschlussgebet in den drei Hauptgebeten des Tages, das sogenannte Aleinu oder Aleini. Da sagt man, oder man übersetzt dieses Aleinu als auf uns ist oder es obliegt uns, an uns ist es, wie auch immer. Aber man könnte es auch übersetzen als Oleini, also Oleinu, Oleini, unser Joch ist es. Dann geht es weiter mit zu preisen, den Herrn der Welt und so weiter.
Und dieses auf etwas sein, über sich etwas haben, ist eben auch immer mit der Möglichkeit des davon niedergedrückt werdens versehen, sozusagen durch das Wesen der hebräischen Sprache, in der diese Schöpfung durch das Wort eben vonstatten geht. Und so auch hier, so also ganz deutlich, und dann taucht ja auch das Wort, dieses Maschall, dreimal auf in diesen paar Versen. Und das beherrscht werden durch diese Art des zersplitterten Lichtes ist es also, was an diesem vierten Tag sehr wesentlich scheint. Zu dem Wort Meorot sei nur noch etwas angemerkt, worauf dann jetzt aber nicht weiter eingegangen werden soll. Erstmal wieder von meinem hochgeschätzten Alfred Liebezahn oder Axel Nitschke, also den man schon sicher als einen meiner wichtigeren Lehrer in diesen Fragen der, insbesondere der hebräischen Sprache, bezeichnen kann. Er weist darauf hin, dass auch ein Wort für Verfluchen, sogar eine sehr strenge Form des Verfluchens, Arur nämlich, also Aleph Resh Resh, sich von einer Art Wurzel Aleph Resh, was also auch das Licht dann hervorbringt, ableiten lässt. Zumindest in dieser Art, wie die jüdische Überlieferung mit der Sprache umgeht und mit den Wurzeln und mit den, sagen wir mal, Mehrdeutigkeiten. Ein moderner Sprachwissenschaftler würde einem natürlich genau erklären können, warum die Wurzel Aleph Resh Resh etwas völlig anderes sei als die Wurzel Aleph Waf Resh, die dann mit dem Licht oder mit dem Leuchten zu tun hat, oder ja, mit dem Licht wahrscheinlich vor allem. Aber als diese tragenden Zeichen tauchen eben die Aleph und die Resh bei beiden Begrifflichkeiten auf, sodass man sagen könnte, Meorot, die Lichter, sind auch Verfluchungen. Also das, was bisher jetzt schon ein bisschen angedeutet oder umrissen wurde, mit diesem, das Joch, was uns auferlegt ist, als diese Himmelslichter, die über das Leben hier auf Erden herrschen, zumindest über die körperliche Seite dieses Lebens, das ist eben tatsächlich eine Art Verfluchung, die da gegeben wird. Und die Formulierung ist dann noch ungefähr Meorot Birkia Hashomai. Also also wenn wir es jetzt mal in dieser sehr, sehr provokanten Übersetzung uns anschauen wollen, könnte man es so übersetzen oder deuten, es seien diese Meorot, diese Verfluchungen, Birkia, dieses Bett davor, einerseits als in dem Firmament, in der Rakia oder an der Rakia, also eine Lokativbezeichnung, eine Ortsangabe, Präfix linguistisch ausgedrückt. Aber dieses Bett als Präfix kann auch sowas vermittels oder vermöge dieses und jenes bedeuten. Also Beyad Rama mit erhobener Hand, vermöge erhobener Hand zum Beispiel. Also Birkia Shomaim könnte auch heißen, vermöge dieser Feste des Himmels. Also die Verfluchungen sind oder existieren vermöge dieser Feste des Himmels, also dieses Firmamentes, zu dem wir ja schon einiges gesagt haben. Das ist also diese sprechendste Verkörperung, Materialisierung der Spaltung in oben und unten. Das ist die Rakia, dieses, was am zweiten Tag das zentrale Motiv ist. Und vermöge dieser Urspaltung, nennen wir es jetzt mal vorsichtig, also nicht bitte auf die Goldwaage legen jetzt, aber diese fundamentale Spaltung des zweiten Tages ist es, vermöge dessen dann auch diese Verfluchungen am vierten Tag ermöglichen, also ermöglicht sind dadurch. Aber wie gesagt, viel näher jetzt darauf eingehen, es würde jetzt auch wieder zu weit führen und zu weit in diese sehr freien Interpretationsmöglichkeiten führen. Aber erwähnt sei es für jeden, der dem vielleicht noch etwas nachgehen möchte. Eine faszinierende Stelle in diesem, im hebräischen Text ist dann auch ziemlich am Anfang direkt, wo sozusagen die Funktion dieser Meorot noch ein wenig näher spezifiziert wird.
Da tauchen dann nämlich die Wörter auf, also im Deutschen meist übersetzt als und sie seien zu Zeichen, Zeiten, Tagen und Jahren. Aber wörtlich, also im Hebräischen heißt es eben Wehayu, Leotot, Ulemoadim, Ulyamim, Ueshanim. Also wortwörtlicher ausgedrückt, Leotot ist schon richtig sozusagen, sie seien zu Zeichen. Wobei natürlich auch da wieder dieses Wort, diese Wurzel Aleph Taf haben wir da eben als Wurzel. Dazu wurde ja schon einiges gesagt. Es sei bitte hier auch zumindest irgendwie im Unterbewussten mit im Hinterkopf behalten sozusagen. Oder eben, was heißt im Hinterkopf, im Herzen vielleicht besser. Also das Zeichen ist nicht einfach so ein ganz willkürliches Wort. Natürlich, welches Wort ist schon willkürlich? Diese Aleph Taf steckt da also als Wurzel drin. Aber im Plural eben. Wobei aber eben auch geschrieben nur Aleph Taf Taf, also kein Waff, was üblicherweise man erwarten würde, in der moderneren Sprache jedenfalls. Also Leotot, sie seien als Zeichen, Ule Moadim und als Moadim, oder für, also dieses Le ist immer hinzu oder für, sie seien als Moadim, das ist dieses Wort, was auch beim Ohel Moed vorkommt, das Zelt der Begegnung, dieses Moed, Moadim werden auch eigentlich die Feiertage, die Feste Gottes in der Bibel genannt. Also da, wo Begegnung stattfindet, wo sich das Ewige mit einem Punkt im irdisch-zeitlichen Jahreskreis berührt sozusagen. Also in diesem Sinn, es ist in diesem Sinne gemeint, dass ein Tag wie Pessach, wie Yom Kippur oder Shavuot, Pfingsten, natürlich eigentlich dem ewigen Charakter nach immer besteht, eben auch wieder so etwas wie eine bestimmte Schicht einfach ist, die kein Anfang, kein Ende hat und nicht auf irgendeine Räumlichkeit begrenzt ist. Aber hier in dieser zersplitterten Welt der Zeitlichkeit, wie wir unser Leben in der Welt des siebten Tages erleben, da können wir eben nicht alles auf einmal überhaupt wahrnehmen und schon gar nicht wertschätzend erleben, sondern dort haben wir eben diesen Jahreskreis, wo bestimmte Bereiche und teilweise ja dann auch noch auf bestimmte räumliche Bereiche tatsächlich begrenzt. Also ein bestimmtes Geschehen an bestimmten Festtagen hat dann nur in der Sukka, in der Laubhütte seinen Platz. Oder bestimmte Gebote, wie man es dann deutet, sind überhaupt nur möglich erfüllen zu können, wenn man sich im Heiligen Land befindet oder wenn der Tempel steht und Opfer zum Beispiel, also im Sinne von ganz physischen Tieropfern, wenn wir es jetzt wieder so hinabziehen wollen, kann man sowieso nur im Tempel bringen. Und in diesem Sinne, alles, was im Ewigen überall und immer zu ist, existiert, das zeigt sich eben uns hier in unserer Zeitwelt an bestimmten Punkten des Jahresrundes und in bestimmten Kontexten. Und deswegen also Begegnungen, wo sich Zeit und Ewigkeit küssen sozusagen, berühren, ganz sanft. Aber wenn man eben sich gewöhnt an diese Dinge, wohnhaft wird in diesen Gewohnheiten, also sich da wohl und heimisch fühlt, dann ist man immer näher diesem Geheimnis, was es mit dieser Berührung tatsächlich auf sich hat. Dass sie eben nicht bedeutet, dass sie nur auf diesen einen Tag beschränkt ist, sondern dass sie eben eigentlich immer besteht. Und so wird mehr und mehr der ganze Alltag durchleuchtet durch eben dieses sich Aneignen von den Bräuchen, von den äußerlichen Symbolen, die man für sich erwählt, nicht als Zwang sich auferlegt, sondern die man dankbar annimmt, als die Geschenke dieses Ewigen, das uns übersetzt wird, eben vermittels der sogenannten mündlichen Überlieferung und uns zeigt, die uns zeigt, wie diese ewigen Prinzipien der Tora, der Heiligen Schrift, also der schriftlichen Tora, sich hier in unserer Welt der Zeitlichkeit ausdrücken können, jedenfalls. Es sei hier schon betont, dass diese jüdische Variante dieser Übertragungen in den Alltag nicht die einzig möglichen sind. Dass jede Kultur bringt ja ihre eigenen äußerlichen Erscheinungen hervor. Und das hat ja auch damit zu tun, wo und wann eine solche Kultur diese Übersetzungsarbeit leistet, sagen wir mal.
Aber die ewigen Gehalte, die dahinter als Quelle stehen, die sind in jeder Kultur gleich. Das sind dieselben wortwörtlich. Nicht einfach nur gleich, sondern dieselben wirklich. Das ist eben das Ewige, wo es keinen Plural, keine Mehrzahl von gibt. Und je mehr man sich eben solchen Bräuchen dann auch selber annimmt, oder besser gesagt, je mehr man ja eben heimisch wird in diesen Bräuchen, diesen Symbolen, desto mehr drückt sich dann ein, für sich selbst zumindest im eigenen Lebenswandel auch dieses immer bestehende, überall anwesende Ewige aus. Und das also hat es mit diesem Wort Moed als Festtag im Sinne von Begegnung, Verabredung, Zusammenkunft auf sich. Und als das oder für das, zugunsten dieser Begegnungen, sind uns eben unter anderem auch diese Me'orot ans Firmament gesetzt. Also, wiederum bitte nicht zu verstehen als das physische Firmament, das vermeintliche, an dem vermeintlich dann Sonne, Mond und Sterne hängen, sondern wir reden immer noch vom vierten Tag und nicht vom siebten Tag unserer Welt hier um uns herum. Dieser vierte Tag ist quasi die mythische Grundlage dieser äußeren, dieses äußeren Weltalls, dieses kosmischen Rahmens unserer Erde hier unten sozusagen. Also dieser vierte Tag spricht eigentlich von dem Oben, wie es auf das Unten wirkt. Wir sind ja wieder auch auf der rechten Seite, dieser himmlischen Seite, gegenüber dann der linken Seite, am fünften Tag wiederum, wo wieder die linke Säule den Platz bietet für diese fünfte Sphäre, wo wir dann wieder die irdische Seite mehr betrachten, nämlich das Leben, was hier im irdischen Bereich uns erscheint. Und auch in uns eben dieser Aspekt des Lebendigseins darin sich ausdrückt, als Fische und Vögel, aber dazu dann am nächsten Tag so. Also diese Me'orot sind nicht einfach nur Fluch, also wenn wir es überhaupt als Fluch übersetzen wollen, aber sind auch nicht einfach nur Beherrschung im Sinne von etwas als Joch auferlegtes, sondern sie haben eben auch das Potenzial, uns Lemoadim für diese Begegnungen zu dienen. Und das ist ja dann auch die ganz äußerliche Deutung dieser Aussage an den Himmelslichtern, an den Sternkonstellationen, beziehungsweise vor allem eben an der Sonne und Mond, an dem Sonne- und Mondlauf, können wir eben das Jahr und vor allem dann die Monate ablesen, die Tageszeit ablesen, wann also bestimmte Dinge hier vonstatten zu gehen haben, um eben dieses möglichst getreue Abbild der ewigen Verhältnisse zu verkörpern. Also im Sinne von Monatstagen, die dann an der Mond Phase ablesbar sind, zum Beispiel weil viele Feste genau zu Vollmond beginnen. Also das Pessach beginnt zu Vollmond und das Sukkot beginnt zu Vollmond und auch Yom Kippur als der 10. Tag eines Monats hat natürlich einen bestimmten Punkt in der Mondphase dann als Zeichen sozusagen. Und wenn wir jetzt auch nicht nur den Mond, sondern auch die Sonne da noch mit reinziehen wollen, an der Sonne sehen wir die Tageszeit. Da können wir dann, wann das Morgengebet seinen rechten Ort in der Zeit hat, in der Tageszeit hat und das Nachmittagsgebet frühestens gesagt werden kann, beziehungsweise wann es dann schon nicht mehr gesagt werden kann, weil langsam die Nacht eingebrochen ist und dann das Abendgebet, das Arvid und so weiter. Also an den Himmelslichtern können wir eben Zeiten ablesen, die für diese Begegnungen von bestimmter Relevanz sein können, diese Begegnungen von Ewigkeit und Zeitlichkeit. Dann als drittes von diesen vier aufgezählten Funktionen, nennen wir es mal, dieser Me'orot wird genannt Yomim, also Ul-Yomim. Und für die Yomim, natürlich wird es dann in diesem Kontext sehr eindeutig als Tage verstanden, aber wie schon beim letzten Monolog zum dritten Schöpfungstag angemerkt, das Wort Yomim kann sowohl der Plural von Yom, vom Tag sein, als auch vom Yam, vom Meer. Also da haben wir wieder diesen Bezug von Zeitbegriff und Wasserbegriff. Da müssen wir jetzt nicht wieder mehr drauf eingehen. Das letzte ist noch einmal interessant. Da wird dann gesagt, Ushonim und Jahre. Aber interessant ist eben, oder auffallend, sagen wir lieber,
ist, dass dann nicht mehr dieses L, nicht mehr das Lamed davor steht, während bei den drei vorherigen immer Uhayu, Leotot, Ulmoadim, Ul Yomim, Ueshanim. Also dort ist nicht Ulshanim, nicht und für Shanim, für Jahre, wie es dann übersetzt wird, sondern einfach nur und Jahre. Da könnte man sich halt jetzt fragen, was soll das heißen? Dann könnte man, wenn man es zusammenzieht, sagen, Uhayu Hamorot Shanim. Also und diese Lichter, diese Leucht, diese Himmelslichter seien Jahre. Aber das Wort Shanim ist nicht einfach nur Jahre. Dagegen Shanim könnte man dann auch als die Pluralform zum Beispiel von dem Wort Zahn, Shen, einfach benutzen. Oder anders vokalisiert, aber die Vokalisierung ist ja im Urtext der Bibel nicht vorhanden, ist es auch einfach Shinim, also das Shin, was zum Beispiel auf den Tefillin am Kopf ist, dieser Buchstabe, also das Zeichen Shin, die 300, könnte man auch darin sehen. Also diese Leuchter, diese Lichter seien Shins, also eine Mehrzahlform von diesem Zeichen Shin, oder es seien Zähne, oder es seien einfach Wiederholungen. Und da nähern wir uns dann auch immer mehr der eigentlichen Wurzel dieses Begriffs des Jahres und diese Wurzel Shin Nun. Shoneh, Shana, das ist eben das Wiederholen. Und das wiederum noch weiter reduziert, kommt eben von dem Wort Schnee, zwei. Also das, was wiederholt ist, wird eben kopiert, zweifach gemacht. Und es hat also da die Zweiheit wiederum ihren Platz. Und da können wir vielleicht den Bezug wieder sehen zu dem, was überhaupt die Zersplitterung eben ausmacht. Da wieder das sich wiederholen, das entzweit werden. All das, was wir eben vom zweiten Schöpfungstag schon kennen, wo eben diese Rakia entstanden ist. Und wie wir eben schon gesagt haben, vermöge dieser Rakia, der Himmel, geschieht eben dieses Meorot, diese Meorot, geschehen diese Lichter oder Verfluchungen. Das sind nur so ein paar recht unstrukturierte Gedanken noch zu dieser Formulierung der Funktion dieser Meorot. Zum Begriff des Maschall, also zum Herrschen, was auch ein Gleichnis ist, fällt mir noch eine kleine Randnotiz ein, weil wir auch gesagt haben, Mose, Moshe ist die Figur dieses vierten Tages oder dieser vierten Sphira, sagen wir besser, Netzach. Und gerade im Jiddischen, was sich dann auch bis in die deutsche Umgangssprache teilweise eingeschlichen hat, sagen wir mal, gibt es den Begriff oder die Redensart des Mauschelns. Also, was ist denn das für ein Gemauschel da wieder? Da mauscheln sie wieder oder so ähnlich. Heutzutage mag es nicht mehr ganz so häufig benutzt werden, aber ich denke, den meisten dürfte noch ungefähr ein Begriff sein, was damit so gemeint ist. Und es streiten sich wohl die Etymologen darüber, von welchem hebräischen oder jiddischen Wort genau es eigentlich kommt. Und da stehen die zwei Alternativen sozusagen zur Wahl, dass es vom Namen Moshe kommt, weil eben gerade in den deutschen Varianten des aschkenasischen Dialekts, des Hebräischen, es umständlich das jetzt auch sich ausdrücken lässt. Da ist gerade Moshe eben Mausche, Mausche, also oder die Tora Hakdosha, die Tora Hakdosha ist dann die Tora Hakdosha. Da wird also ein O tendenziert zu einem Au. Und deswegen könnte man sagen, Mauscheln kommt einfach von dem Namen Mose. Da macht einer auf Mose, so ungefähr. Andere, vielleicht eigentlich etwas wahrscheinlichere für mein Empfinden, Erklärung für dieses Mauscheln im Jiddischen, ist, dass es eben vom Maschall abgeleitet ist. Also von dem in Gleichnissen reden und dadurch eben herrschen. Etwas, sagen wir mal, ironisch könnte man es dann vielleicht auch so ausdrücken, ja, jemand, der die ganze Zeit sich extra rätselhaft ausdrückt, Leute nur sozusagen so dazu verleitet, zu denken, sie wüssten, was man meint, aber dadurch dann sich halt täuschen lassen.
Also zum Beispiel, wenn jemand Versprechen gibt, aber in sehr rätselhafter Formulierung, kann er sich später darauf berufen, dass es nur jemand falsch verstanden hat und er doch nur das und das versprochen hat. Und das halt solche seltsamen Absprachen dann sind, die man als Mauschelei bezeichnet. Aber wie gesagt, das nur als kleine Randnotiz. Aber jetzt für die letzten 5 oder 10 Minuten vielleicht nochmal versuchen, so eine Zusammenfassung zu finden. Wie also bei Moses Geschichte es gerade dieser Durchbruch durch die Knechtschaft ist, in den 7. Tag hinein, also in die Wüstenwanderungszeit hinein, die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, das Geborenwerden als Volk Israel, also als dieses geistig-seelische, was sich befreit von dem Eingezwängtsein in der Form Mizraim, das ist eben dieser Durchbruch, Netzach, diese vierte Sphira, dieser Sieg, wie es ja auch übersetzt wird, und eben auch der Durchbruch zur Ewigkeit. Also Netzach wird ja auch als sowas wie Ewigkeit übersetzt. La-Netzach heißt für ewig. Es gibt so ein, ich glaube vor allem christlich, also oder messianisch-jüdisches Lied auf Hebräisch, wo immer der Refrain so ungefähr, aber zumindest das Schlagwort in diesem Refrain auftaucht, Chaim La-Netzach. Also Leben Lanetzach, das ewige Leben wird es wahrscheinlich dann meinen. Chaim Lanetzach. Und wenn auch natürlich jetzt zunächst einmal der Durchbruch vom 6. in den 7. Tag von Ägypten in die Wüstenwanderungszeit noch nicht das wirkliche Erreichen des gelobten Landes selbst schon ist, ist es doch eben dieser erste notwendige Schritt dahin. Und wie wir schon gesagt haben, wenn wir diese zweite Triade, die nun anfängt, mit dem vierten Schöpfungstag, nachdem die ersten drei die erste Triade waren, da ist eben dieser Durchbruch aus dem eher auf sich selbst bezogenen sich konstituieren, diese untersten, tiefsten, innersten Schichten, die nun langsam nach außen streben und sich auch im Äußeren mehr und mehr ausdrücken. Und da ist dann eben, unter anderem dann eben, was das Schöpfungsgeschehen angeht, gerade diese dieser große kosmische Rahmen, also das wirklich Alleräußerste erst einmal als die Grundkonstitution gegeben. Zum Beispiel dann in der, sagen wir mal, jüdischen oder hebräischen Variante der Astrologie sagt man dann auch, so wie die Sonne, also der Stand der Sonne, des Planeten Sonne im Horoskop, den Zeitpunkt oder den Aspekt in einer Existenz ausdrückt oder andeutet, bestimmt letzten Endes, der Durchbruch von der jenseitigen Welt hier in diese Welt hinein meint, also der Moment der Geburt, könnte man sagen, der physischen Geburt, aber nicht unbedingt im Sinne des Körpers, dass er, wie dieser Körper genau gestaltet wird, das ist dann wiederum eher die linke Seite, der Mond also, sondern zunächst einmal das, was als geistiges Potenzial mitkommt hier, vom Jenseitigen her in diese Welt hinein geboren wird. Das ist die Sonne, das ist, wo das Sonnenzeichen sich näher angeschaut wird, also das von den 12 Tierkreiszeichen, worin dann die Sonne steht zum Zeitpunkt der Geburt. Und demgegenüber der vierte Planet, also Merkur oder Kochav im Hebräischen, das ist dann wiederum ein Durchbruch, aber das ist dann der Durchbruch, wie eben bei Mose, die Befreiung aus Ägypten geschieht, das ist dann der Durchbruch, wo man von dem natürlichen Leben durchbricht zum eigentlich geistigen Leben. Also da, wo man beginnt, die Umkehr aus dieser Welt anzutreten, nicht einfach nur den natürlichen Gang in die Entwicklung hinein immer weiter fortzusetzen gedenkt, sondern das erste Mal sich entschließt, Mensch, eigentlich bin ich doch ein Mensch, ich bin aus der Quelle des Ewigen hierher geschickt, gesandt worden. Sozusagen als ein Botschafter Gottes, wie eben auch Hermes, der an dieser Stelle dann auch steht, Merkur, Mercurius, oder Mose eben als dieser Botschafter des Ewigen. So ist auch jeder einzelne Mensch eben dieser Bote und als solcher soll er sich selbst erfassen und gewahr werden, sich dieser Berufung sozusagen. Und dann kann er oder dann wird er zwangsläufig diesen Impuls in sich verspüren, umzukehren aus dieser rein materiellen Auffassung der Wirklichkeit und der Welt. Und so sehr er natürlich weiter in dieser Welt sein Leben fristet, Gott möge es zumindest schenken, bis 120 Jahre, so sehr will er nun
seinen eigentlichen Fokus im Erleben vielmehr auf diese geistige Dimension richten, auf das Ewige und eben lernen mehr und mehr, dieses Ewige auch hier in der Zeit zu erleben und selber zu verkörpern, zu verkünden letztlich. Hermes ist ja auch der Götterbote, der also vom Göttlichen kündet hier in dieser Welt, den Menschen sozusagen gegenüber. Und so ist eben auch wieder dieser Name Netzach für dieses vierte Sphira, der Bezug zu dieser Umkehr zum Ewigen. Die vier ist ja auch wiederum die sieben, die Mitte der sieben, also das, was dann beim Menschen auch als die dreieinhalb, als nochmal die ganz mathematisch korrekte Mitte des Summenwertes sieben sich ausdrückt. Und diese dreieinhalb ist ja sozusagen in der Mitte der vier. Also die eins ist der Abschluss der ersten Phase und die vier ist der Abschluss der vierten Phase und die Hälfte dieser vierten Phase ist also die dreieinhalb. Und da steht also dieses Netzach, da steht der Mensch in seiner Größe, wenn er bereit ist umzukehren. Und Moshe, also das Sinnbild für diesen Netzach, für diesen Durchbruch, für diesen Sieg des Geistigen über die Materie. Und deswegen also Merkur und das Zeichen, das Tierkreiszeichen, in dem Merkur steht, das drückt eben dann den Charakter, die Beschaffenheit dieses Durchbruchserlebens aus. Also wieder ein Durchbruch, aber nicht ein Durchbruch aus dem Nichts oder aus dem Jenseitigen her ins Diesseits hinein, sondern innerhalb dieses Diesseits ein Durchbruch von einer, sagen wir mal, nur nach außen gewandten Erlebnisweise hin zu einer, das Innerliche viel mehr, diesem Innerlichen viel mehr Raum gebenden. Und naja, das ist jetzt auch wieder nur ein schwaches Wort für das eigentlich Gemeinte. Das ist eben wirklich dieses erste Empfinden, dieses Pessach-Wunders, dieses Erlöstwerden aus dieser Welt Ägyptens, wo man eigentlich zu sterben hat und nur vermittels Vermöge dieses Blutes des Lammes an den Pfosten der Tür des Hauses wird man verschont von diesem Verderberengel, der durch Ägypten ziehen muss. Denn in dieser Welt Mitzrayims herrscht eben der Tod. Und ja, das also der Charakter dieses vierten Tages, dieser vierten Sphira. Hier beginnt also diese zweite der Triaden, diese, nachdem das innerlich Konstituierte abgeschlossen ist nach dem dritten Tag, beginnt sich nun das alles noch einmal zu wiederholen, aber nur nach außen zu entfalten, zu projizieren. Und so geschieht es eigentlich auch erst, dass überhaupt eine Umwelt sich uns zeigt. Man könnte vielleicht sagen, das, was in uns diese ersten drei Schöpfungstage sind, da sind wir noch für uns, da sind wir noch kein Individuum gegenüber einer Umwelt, sondern da sind wir einfach nur ein Kosmos in uns selbst. Und das ändert sich dann eben mit diesem Durchbruch, mit dieser Zersplitterung des Urlichtes. Da werden wir plötzlich von einem Kosmos umgeben, der uns beherrschen will und der unsere körperliche Seite der Existenz eben tatsächlich auch beherrscht. In diesem Sinne es mit Verfluchung zu tun hat oder sich so anfühlen kann. Aber nichtsdestotrotz, dadurch ist uns auch die Möglichkeit für diese Moandim, für diese Begegnungen überhaupt erst geschenkt, die Begegnungen mit den Ewigen. Aber zu diesen Themen weiter dann am fünften und sechsten Tag sogar geschenkt, vielleicht dann auch nochmal, wenn diese sieben Tage erst einmal durchgesprochen sind, noch einmal ausführlicher auf dieses Verhältnis der ersten zur zweiten Triade einzugehen. Dieses Innerliche und dann, was sich immer mehr nach außen trägt. Es wird sich zeigen, wo diese Monologe noch hinführen dürfen. In diesem Sinne, Shalom Aleichem, Baruch Hashem, gelobt sei der Name, durch den alles hier Bestand hat, überhaupt existiert.